Heute für euch 6 Pflegetipps für Tomaten im Gewächshaus. Wenn ihr diese kennenlernen wollt, dann bleibt dran. Bis gleich. Hier fangen wir auch gleich an mit unserem Tipp Nummer 1, und das ist das Mulchen des Bodens im Gewächshaus in Form von einer Heuschicht bei uns. Andere Materialien des Mulchens wären zum Beispiel hier angerotteter Rasenschnitt. Weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel Brennnesseln oder auch Heu. Ja, warum mulchen wir unser Boden? Zum einen möchten wir gerne, dass die Feuchtigkeit im Boden bleibt. Das heißt, wir können oder brauchen weniger zu wässern. Und zum anderen soll die Mulchschicht den natürlichen Kreislauf des Bodens darstellen. Das heißt, verschiedenste Kleinstmikroorganismen und Kleinstlebewesen sollen diese Mulchschicht nach und nach verrotten und unsere Bodenschicht im Gewächshaus verbessern. Ein weiteres Mulchmaterial wäre auch zum Beispiel der Rindenmulch. Davon raten wir aber ab, denn Rindenmulch neigt dazu, den pH-Wert des Bodens zu verringern. Das heißt, der Boden wird sauer und das wollen wir nicht. Deswegen nutzen wir hier unser Rindenmulch nur für unser Gang im Gewächshaus. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2, und das ist das Lüften des Gewächshaus. Sorgt im Gewächshaus dafür, dass ihr immer einen kontinuierlichen Luftzug im Gewächshaus habt. Das soll Taufeuchtigkeit, die sich morgens auf den Blättern der Tomaten befinden, ja, dass sie tropfend schneller verdunsten, sollte das nicht der Fall sein, fördert das Pilzkrankheiten wie der Kraut- und Braunfäule. Diese möchten wir natürlich überhaupt nicht in unserem Gewächshaus haben. Deswegen Türen auf, Fenster auf und das Tomatenhaus lüften. Hier nun Tipp Nummer 3, dem Ausgeizen unserer Tomaten bzw. das Schneiden der Blätter. Wo haben wir nun einen Geiztrieb? Wer sie nicht kennt, ein Geiztrieb, hier könnt ihr ihn erkennen. Ein Geiztrieb befindet sich meistens zwischen dem Hauptstamm und einer Blattachse. Hier seht ihr ihn, unseren Geiztrieb. Den möchten wir nicht haben, den entfernen wir. Warum geizen wir nun aus? Hier bei diesem Beispiel, hier haben wir eine Pineapple Beefsteak Tomate, eine Fleischtomate. Diese benötigt natürlich viel Kraft, um große Früchte zu bilden. Deswegen ausgeizen. Die Tomatenpflanze soll ihre Kraft in die Früchte stecken und nicht in die ganzen Geiztriebe. Des Weiteren sollte man seine Tomaten regelmäßig schneiden. Hier seht ihr das. Das Blatt hängt fast auf dem Boden. Das wollen wir nicht. Im Boden befinden sich die Pilzsporen der Kraut- und Braunfäule. Diese möchten wir auf keinen Fall auf unsere Tomaten haben. Deswegen die Tomatenpflanze regelmäßig beschneiden, die unteren Blätter entfernen, dass unsere Tomaten schön luftig stehen und keinen Kontakt zum Boden haben und sie schneller bei Feuchtigkeit, wie am Anfang erwähnt, Tauflüssigkeiten in Form von Wasser abtrocknen kann. Kommen wir einmal zu unserem nächsten Tipp. Das ist das Bestäuben unserer Blüten, unserer Tomatenblüten. Hier ein schönes Beispiel, wunderschöne Tomatenblüten. Oft hat man das Problem, dass im Gewächshaus selber die Insekten nicht den Weg reinfinden. Deswegen sollte man immer wieder ab und zu mal seine Tomatenpflanze ein bisschen schütteln und das bestäubt schon die Blüten. Alternativ, um unsere Insekten in unserem Gewächshaus anlocken zu können, bietet sich eine Mischkultur an in Form von einer Ringelblume. Die könnte man vors Gewächshaus pflanzen oder direkt im Gewächshaus, und die gelbe Farbe bzw. der Duft lockt die Tomaten, oder nicht die Tomaten, natürlich die Insekten an, und
Wir haben unsere Sekten im Gewächshaus und diese bestäuben dann unsere schönen Tomatenblüten. Hier bei Tipp Nummer 5, das Anbinden unserer Tomatenpflanzen. Wie ihr hier seht, wir nutzen ein Sisalband, welches wir hier oben an einer Wäscheleine befestigt haben und lassen die Tomatenpflanze dann hier umwickelt und unser Sisalband herumschlingen. Das macht die Tomatenpflanze natürlich nicht selber. Das müssen wir alle paar Tage von Hand selber machen. Ich fahre hier mal einmal mit der Kamera runter und dann seht ihr hier unten unsere kleine Schlaufe, an dem das Band befestigt ist. Wenn ihr so eine Schlaufe macht, denkt, dass die Tomate unten im Stiel immer etwas dicker nachher wird. Die Schlaufe muss dementsprechend großzügig dimensioniert sein. Nun, wie befestigen wir nun unser Sisalband? Hier eben schon erwähnt, wir haben hier eine Wäscheleine gummiert mit einer Stahleinlage. Das Ganze wird einmal über das ganze Gewächshaus am Dach übergespannt. Hier seht ihr einen kleinen Garten-Gewächshaus-Clips. Der wird hier in diese Nut befestigt. Und dann geht es hier einmal rüber zu der eigentlichen Bespannung der Wäscheleine. Hier seht ihr einmal durchgefädelt durch dieses Gewächshausclips und dann haben wir hier eine Drahtseilklemme. Das Ganze wird verspannt, verschraubt und wir können unsere Tomaten an unsere Sisalbänder wunderbar anhängen. Hier sind die beiden, ich nenne sie mal Tools, nochmal in der Nahaufnahme. Unsere kleine Drahtseilklemme und unser Gewächshausclips. Hier seht ihr, der wird einmal gedreht und das Ganze ist fest. In der Nut verankert. Eine weitere Alternative zu diesen Seilklemmen ist diese Variante. Man nimmt eine Sechskantschraube und eine Sechskantmutter, dazwischen zwei Karosseriescheiben. Hier zwischen wird das Drahtseil einmal geklemmt, das Ganze zusammengeschraubt und das Ganze hält bombastisch. Was ist nun der Vorteil dieser Technik? Hier seht ihr unsere Tomate im Moment noch eintriebig gewachsen. Hier seht ihr ein bisschen Platz. Den haben wir absichtlich gelassen. Und zwar können wir, wenn wir möchten, jetzt unsere Tomate zur Seite ziehen. Hier einmal rüber. Das Band kann hier einmal kurz über den Knoten gelöst werden. Und unsere Tomate kann ein wenig über den Boden nachher geleitet werden. Und hier unser zweiter Trieb, den wir hier wachsen lassen. Der wird nach oben geleitet und hier an der Drahtseilklemme als nächstes befestigt. Das heißt, wir können hier individuell unsere Tomaten ans Dach führen und ja, einfach eine klasse Sache. Und schon sind wir angelangt bei unserem letzten Punkt und das sind vorbeugende Maßnahmen für unsere Tomaten. Was sind nun unsere vorbeugenden Maßnahmen? Nun, wir versorgen unser Boden Anfang des Jahres, bevor die Tomaten noch nicht hier drinnen stehen, unser Boden mit Urgesteinsmehl, ein mineralischer Stoff, der den Tomatenpflanzen sehr zugute kommt. Und des Weiteren, wenn die Tomaten in diesem Stadium sind, das kann ich euch hier auch mal zeigen, hier zeichnet sich eine leichte Mangelerscheinung ab. Das heißt, das Blattgrün verfärbt sich in den Blattadern gelb. Das könnte ein Magnesiummangel sein. Wie düngen wir nun unsere Tomaten mit Magnesium? Ganz einfach. Wir nutzen hier ganz einfache Brausetabletten, die man in jedem Reformhaus bekommen kann. Hier eine Magnesium- und eine Calciumtablette. Magnesium, wie ihr hier seht, für unsere Blätter und Calcium für unsere Tomaten, damit wir der Blütenendfäule entgegenwirken. Das machen wir jetzt ab jetzt. Heute fangen wir damit an und düngen unsere Tomaten alle 2 bis 3 Wochen mit diese Brausetabletten. Hier in dem Gewächshaus nutzen wir eine 10 Liter Gießkanne und jeweils eine Brausetablette rein, damit gießen und dann sollte sich eigentlich die Blütenendfäule gegessen haben. Das waren sie nun, unsere 6 Pflegetipps unserer Tomaten im Gewächshaus, die wir jährlich anwenden. Hat euch das Video gefallen, so gebt uns wie immer einen Daumen nach oben,
Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video. Bis denn. Ciao.